Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter und bei Space Engineers. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon ein bisschen angefangen, Plattformen zu machen und nachdem die im Moment noch relativ, naja, ich sag mal liebevoll eintönig aussieht, würde ich sagen, soll es heute darum gehen, das Ganze hier noch ein bisschen hübscher zu kriegen. Und jetzt haben wir noch ein Material, eine Menge an Stahlplatten, das ist ein guter Anfang. Deswegen wollen wir die heute noch ein bisschen hübscher ausgestalten. Und meine Idee hierzu wäre, dass wir hier tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen mit Schrägen arbeiten und vielleicht auch hier noch ein paar Plattis. Die setze ich auch explizit von unten an, damit ich oben was draufstellen kann. So, dazwischen den Folgen Markus war diesmal nicht am Start. Die faule Sau hatte Besseres zu tun. Deswegen müssen wir heute ran. Silben. So, Stahlplatten sind leer, das ist schade, aber kein Problem. Wir haben ja noch so ein paar tausend. 72.000 genau genommen. 74 und vielleicht noch mehr irgendwie verteilt über alles Mögliche. Das sollte uns eine Weile halten. Ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finde. Produktion. Ja, doch, kann man eigentlich schon machen. Da unten hatten wir auch noch angefangen, Dinge auszubauen. Das kann man sicherlich auch noch schöner tun, keine Frage. Aber jetzt erstmal geht es gerade nur darum, dass das Zeug mal irgendwie gebaut ist und steht. Und alles Weitere werden wir schon im zukünftigen Verlauf irgendwie auf die Kette bekommen. Tatsächlich so ein bisschen die Frage, was macht denn unsere Batterie hier? Ja, ja. Relativ voll sein, Strombilanz scheint positiv im Moment. Also ich weiß nicht, dieses Zitronengelb von dem Container irgendwie so richtig anfreunden kann ich mich damit auch noch nicht. Das, da muss dann wohl auch nochmal jemand ran, das geht ja so gar nicht. Apropos, geht gar nicht. Aus der Kategorie Mods, die ich jetzt irgendwie schon seit geraumer Zeit installieren will und schon wieder nicht installiert habe, Edge Begun. Die sorgt dafür, dass diese Kanten hier verschwinden. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. So. Und solange die nicht drauf ist, naja, die Kanten verschwinden auch, wenn irgendwie ein paar Blöcke mehr dann da unten dran sind, dann passt das auch wieder. Das heißt, hier geht es dann runter, da können wir dann mit unserem Miner reinfliegen und was ist das da? Ein fortgastiges Gewoxel. So, und dann haben wir hier schon mal so ein bisschen, ja. Wir haben hier ein bisschen irgendwas. Gut. Wie geht's hier weiter? Also erstmal, der Kollege kommt weg und wird ersetzt durch einen, der nur an der einen Seite eine Reling hat. Um hier halt auch so ein, ja, wie soll ich sagen, einen Alternativweg anzubieten. Ja, weil dann kann ich auch, wenn ich jetzt hier irgendwie unterwegs bin, lalala, im Produktionsraum, renne ich hier hoch und komme direkt zum Bahnhof. Oder vom Bahnhof zum Produktionsraum. Das kann ich mir dann aussuchen. Oder halt alternativ renne ich hier rein. Müssen wir noch mal gucken, ob wir hiermit noch was Schönes machen können. Das macht mich jetzt gerade nicht so glücklich, dass das hier alles so, ja, wie soll ich sagen. Ja, wobei, nee. Wenn ich hier nur ein bisschen Crumble hinbauen will, dann muss ich ein bisschen aufpassen, weil, ja, das Problem ist an der Stelle, hier kann ich nichts hinbauen, weil hier sind die Platten im Weg. Ich könnte die natürlich umdrehen. Naja, hier nicht. Insofern ein bisschen blöd, aber ja, da kriegen wir schon was hin. Keine Sorge. Und das, was wir da hinkriegen, ich würde sagen, wir fangen hier mal an mit, ja, Orange ist glaube ich hier nicht richtig. Ich nehme mal das Grau. Als erstes möchte ich hier mal irgendwie so eine Art Wartebereich haben. Also da muss nicht groß sein. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier so irgendwie absurd viele Mitarbeiter hätten. Das heißt, wir nehmen mal den Couchblock. Zerren den dahin. So.
und haben nicht genug Teile. Naja gut, das ist nicht so schlimm. Dankenswerterweise habe ich einen Assembler um die Ecke. Da kann man jetzt mal recht schnell Dinge tun. Und ich würde sagen, damit das Ganze hier irgendwie noch ein bisschen mehr Form kriegt, kommt hier noch ein Rückläufiger hin. Okay. Ich dachte, da kommen schon wieder Piraten an und wollen Dinge tun. Glücklicherweise tun sie das nicht. So, dann nehmen wir hier mal für so eine Art Pseudo-Überdachung wieder eine Platte. So, und jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier eine Platte hinsetze, kann ich den Assembler definitiv nicht mehr verdecken und das ist keine Platte. So, jetzt wäre die Frage, kriegen wir das so hin? Ja, kriegen wir. Weil wir es an die Couch pappen können. Das ist schön. Ja, so sieht es ein bisschen komisch aus. Und dann machen wir das Ganze einfach so. Haben sie jetzt hier natürlich falsch. Wobei ich könnte den natürlich jetzt auch so hindrehen, aber warte. Das wird jetzt nicht halten. Das wird jetzt blöderweise so nicht halten wollen. Weil hier... Aber vielleicht können wir den Kollegen dahin packen. Und den dahin. Warte, vielleicht können wir sogar was noch Lustigeres tun. Mal aus. Wahrscheinlich geht das jetzt wieder nicht so schön. Also ja, nö, lässt er nicht zu. Aber nur weil ich keine Konstruktionskomponenten habe. Oh. Besser. Ups. Ich floh mir einmal ganz kurz durch die Basis. Kann man tun. Macht im Zweifelsfall Aua und irgendwann tot. Wir nehmen hier einfach wieder den klassischen Trick mit den Dingern. Ja, sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus an der Stelle, das mag sein. Das muss das Boot abkönnen. So, und dann haben wir jetzt hier so eine, naja... Energy low. Das auch. Ja, so eine postmoderne Überdachung. Sieht ein bisschen gekünstelt aus. Ja, hier. Das ist halt so. Jürgen Tod musste ja sterben, wo ich gerade durchlaufe und mich dabei an einen wunderschönen Tipp aus den Kommentaren erinnere. Mal was ausprobieren. Ja. Heute, wir hauen uns einfach selbst die Tür ins Gesicht. Kann man machen. So, der Tipp aus den Kommentaren war, dass wir hier die Passagen nehmen, also jetzt nicht die da, sondern die Kreuzungspassagen, damit wir hier so ein bisschen so einen einheitlichen Look haben. Das ist auch eine sehr schöne Idee und lassen uns das einfach mal ausprobieren. Natürlich in der richtigen Farbe. So, und so wäre das Ganze dann. Und ja, dann geht es hier so schön orange durch. Immer noch ein bisschen doof ist halt, dass jetzt hier oben die Kante ist, aber naja, irgendwas ist ja immer. Gut. So, was hat man noch an so einem tollen Ding? Wahrscheinlich einen wunderschönen Getränkeautomaten. Also nehmen wir hier die Vending Machine. Und stellen die dann dahin. Allerdings nicht in der Farbe, sondern in einem schön knalligen Rot. Und zwar in... Ja... Machen wir so ein bisschen abgesetzter vielleicht. So. Brauchen natürlich noch ein paar Teile für. So.
So, und statt dem Searching for Available Offers, das will ja kein Mensch haben, sagen wir Text und Bild. Und dann schauen wir mal, was es hier Feines gibt. Ich wollte mal schauen, irgendwas hier, Klein Cola wäre wahrscheinlich genau das Richtige, wenn die dafür einen Poster haben. Trinity, Keen Software House, Cosmic Coffee, Klein Cola, perfekt. Und dann fügen wir einfach das zweite auch hinzu. Oder weißt du was, wir können ja alle hinzufügen. Und sagen, es gibt dann irgendwie ein Intervall von, ja, so alle 3 Sekunden. Ja, der Kaffee passt zu dem Brot nicht. Das ging. Der ist doof. Na egal, komm. Sind wir nicht päpstlicher als der Papst. So, und was wir nochmal hinkonstruieren. Das nicht. Und den machen wir dann... Ja, da können wir nicht hinpacken. Das ist jetzt ein bisschen doof. Hätten wir vielleicht doch ein bisschen mehr Platz lassen sollen. Könnten wir das noch retten? Ja, das hier fällt mir dann jetzt natürlich um. Es sei denn... Ja. Es sei denn natürlich... Wir kleben hier erstmal so einen Hilfsblock dran. Ja. Das hat super funktioniert. So, dann gehen wir jetzt hier noch einen raus. Ja, haben wir nämlich hier auch ein bisschen mehr Luft für Dinge. Und vielleicht machen wir dann auch die Plattform sogar noch eine Ecke breiter. Sage mal, wenn ich hier noch breiter mache, dann gingen Dinge. Es tut mir leid, ich habe es gerade erst gebaut und schon reiße ich es wieder ab. Aber ich denke, wenn wir das jetzt so machen, dann sieht das auch alles irgendwie nochmal ein bisschen formschöner aus. Hier machen wir dann auch nochmal Platten hin. Und hier nochmal so eine Schräge. Und hier klopfen wir einfach jetzt noch ein paar normale Dinger durch und müssen dann halt nochmal später oder... Komm. Haben wir das Ganze schon mal so ein bisschen gangbar gemacht. Na toll, hier fliegt schon wieder so eine scheiß Eintagsfliege rum. Natürlich mir quer durch die Optik, wie auch sonst. Okay, Farbe klauen. Dann werden wir hier auch nochmal die Plattform ein wenig verbreitern. Eine Sache finde ich hier noch nicht ganz so geil und ich frage mich, ob wir das cooler hinkriegen. Mal zum Ausprobieren, ihr wisst ja, so zum Spaß. Wir sagen, ich hätte hier gerne ein wunderschönes Orange-Gelb. Ja, vielleicht nicht ganz so knallig. Wobei, es ist... Es darf ein bisschen gelber werden, aber vielleicht auch ein bisschen so könnte gehen. So, dann nehmen wir hier die gute Hazard Armor und jetzt probieren wir mal was. Wahrscheinlich ahnt ihr es schon, wenn ich hier schon damit anfange.
da ein bisschen Schiss, dass ich hier versehentlich wieder Dinge wegflexe, die ich nicht wegflexen möchte. Ja, ja, hier ist so, ihr wisst schon, Mind the Gap mäßig. Das ist doch schon mal, das wird doch schon mal annehmbar. Gut, okay, dann wollen wir noch mal hier unsere moderne Sitzbank wieder aufbauen. Moderne Sitzbank oder vielleicht nehmen wir erstmal wieder den guten den Clan-Cola-Automaten. Den kaputt. Mhm. So ein bisschen abgeranzt. Weiß ich nicht. Mhm. Könnte gehen. Dispenser gibt es ja auch. Oh, stimmt. Den gab es auch noch. Schon lange nicht mehr benutzt, aber das ist hier genau das Richtige. Der ist ist auf jeden Fall viel besser als die lumpige Vending Machine. Wobei, vielleicht nehmen wir auch beides. Also der kommt auf jeden Fall hier hin. Oder weißt du was? Haha. So, dann ist hier schon die kleine Cola eingestellt. Das ist gut. Gehen wir ins Terminal. Ach so. Der hat nicht zwei. Der hat nur den Screen da. Na, schade. Na gut, dann muss der halt so bleiben. Dann geht das nicht anders an der Stelle. Kümmern wir uns gleich nochmal drum. Ja? Keine Sorge, wir sind noch nicht fertig. Nicht Sofa, sondern Couch. Mal gerade ganz kurz. Was hat man hier eigentlich noch für Möglichkeiten? Ist ein Verbarcounter, der passt hier gar nicht hin. So, die Couch machen wir jetzt natürlich wieder im wunderbaren Mausgrau. Und packen sie eins. Packen wir sie eins rüber oder lassen wir die so? Einfach eins nach hinten vielleicht. Ich hätte mir die Farbe merken sollen. So, und vielleicht verkünsteln wir uns diesmal nicht ganz so krass. Nur so eine Idee. Und gehen hier so ein bisschen mehr straightforward. Das ist zwar... Energy low. Ja. Oder wir probieren das mal so. Ja, weiß nicht. Ist jetzt natürlich eine Ecke breiter. Stellt sich mir noch die Frage, ob das schlimm ist oder nicht. Eine Breite ist immer geiler, ne? Dann muss man da hinten nochmal irgendwie raus, aber das sollte jetzt das geringste Problem sein. Da können wir ja nochmal irgendwie zusätzlich verbreiten, oder? Weißt du was? Was wir da machen? Mal das da. Machen wir jetzt wieder die Form, dann haben wir das auch so ein bisschen wiederholt. Das ist, glaube ich, ganz hübsch. Ich weiß, was ich immer glaube, was ganz hübsch ist. Das ist auch so ein... Ja, und ich glaube, ich hänge gerade wieder ein bisschen schräg konzentriert in der Ecke rum. So, für den Anfang.
Ja. Energy critical. So, Energie ist auch schon wieder am absoluten Nullpunkt angekommen, das freut mich aber. Sind Sie es auch ständig von der Frau nie im Ohr rumkommandiert zu werden? Ich frage für einen Freund. Vor allem überleg mal, das Fiese daran ist ja, diese Frau hörst ja nur du in deinem Kopf. Die hört niemand anders. Was sagt dies über deinen Geisteszustand aus? Fragen über Fragen. Okay, also. Hier können wir auch nochmal dicht machen. Das sieht zwar jetzt kacke aus, aber was soll's. Hier haben wir jetzt ja, unsere Überdachung. Die würde ich dann jetzt einfach mal hier mit relativ... Oh, wobei, warte mal, vielleicht... Ja, komm, so ein bisschen fancy darf, oder? Das heißt, wir machen das so. Ja, so nicht. Ja, das ist, ich sag mal liebevoll, eine Herangehensweise. Das heißt, wir haben jetzt hier sozusagen unseren Wartebereich. Da kann ich mich jetzt irgendwie hinsetzen und so tun, als ob ich hier auf einen Zug warten würde, der ja nie kommt, wenn ich nicht selber drin sitze. Das ist prinzipiell ganz toll. Dann gucken wir nochmal, dass wir auf die ATM gehen. So. Also irgendwie habe ich mittlerweile wirklich alles in Grau. Ich glaube tatsächlich, ich will die Warthorn-Armor benutzen, einfach weil... Wenn nicht irgendwie Plastik ist mir zu clean. Genauso hier irgendwie Sci-Fi. Also Sci-Fi ist ein bisschen angekratzt, aber weiß nicht, ich finde, der darf ruhig richtig angekratzt aussehen. So, die Frage ist jetzt nur, machen wir Vending Machine oder machen wir... Ja, komm, wir machen die Vending Machine einfach. Weil wir die halt eben einstellen können, bildtechnisch. Das gefällt mir an der Stelle halt einfach besser. Text und Bild. Und dann gibt es hier halt eben wieder Werbung für Clan-Cola. Und vielleicht lassen diesmal einfach nur die Clan-Cola drin und sind fertig an der Stelle. Ja. Achso, was wir natürlich noch machen müssen, ist zu sagen, guten Tag, darfst deine Bilder auch wechseln und zwar so alle 5 Sekunden. Ja, schön. Und auf die Rückseite, das machen wir dann jetzt wieder in einer anderen Farbe. Vielleicht wieder irgendein Grau. Oder vielleicht so einen leicht bläulichen Ton. Der muss nicht schön sein, der darf ruhig ein bisschen so, genau, und dann, ja. Was, warum kann ich die nicht platzieren? Das geht nicht? Okay. Ich bin verwirrt, warum geht das nicht? Kannst du da nicht dranhängen, hat kein Rückband oder wie? Das ist aber nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, weil das erlaubt mir was anderes. So, dann haben wir nämlich hier auch noch ein bisschen Licht hinten drin. Das ist doch schon ganz nett. Gut, wir haben gerade festgestellt, unser Kaffeeautomat will nicht. Möchte keine Sachen festhalten. Die halten mich ein Kontinenzproblem. Boah. Manchmal schäme ich mich selber dafür. Dann würde ich sagen, kleben wir den halt einfach dahin.
Aber wir haben ja ganz zufälligerweise hier. Ist das mit dem Felsen hier alles sehr knapp? Ich würde sagen, machen wir dann hier auch grau. Und dann knattern wir das Ding halt eben daran. So, die Idee dahinter ist halt jetzt, dass es so ein bisschen, ja, theoretisch soll es ein Ticketautomat sein. Können wir mal schauen, haben wir hier noch irgendwas, was wir auf das Display drauf kriegen? Irgendwas Passendes? Space Travel. Drone Flying, wie sieht das aus? Naja. Was, Only You? Ach, ja, das ist aus. Das ist aus irgendeiner Mod, die noch ein bisschen Bilder und Zeug hinzufügt und ich glaube, die ist von Splitzy. ACS-Logo. Ja, das ist definitiv von Splitzy. Ah, ja, ich glaube, ich weiß, das kommt aus der Assertive Mod drauf mit. Ja, dann könnte man halt irgendwie noch Exploration machen, hä? Und zwar wäre das dann die HV. Horizontal und vertikal war es, glaube ich. Machen wir noch das Cosmic Team H. Und das Bright Future H. Und dann gibt es hier irgendwie auch, keine Ahnung, 5 Sekunden Intervall oder 4. Ja, und dann passiert hier halt irgendwie was. Das ist ganz cool so. Ja. So, rein theoretisch könnt ihr jetzt natürlich überlegen, ob ich das hier einfach weiterführe. Was wir jetzt aber auf jeden Fall tun können, und das möchte ich auch machen, ist Folgendes. Wir müssten jetzt hier eigentlich ein 2x2 Fenster dran kriegen. Das aber irgendwie ins... Oder wo er doch geht. Das hier jetzt so ein bisschen noch zum Ding noch abdeckt und dann hier geht er. Weiß nicht, probieren wir mal. Ja, so ein bisschen, dass wir halt hier so einen abgesperrten Bereicheffekt haben. Und was ich auch noch gern tun würde, ist, ich schnapp mir dann von hier noch ein paar Nähte. Mit dem wir den Assembler-Eingang noch ein bisschen abdecken. Ja, hier können wir das natürlich wieder nicht machen, weil blöd. Es sei denn, ich drehe die alle um. Und muss die Reling dann hier von der Seite kommen lassen. Geben wir uns das? Ich glaube schon. Also, wie gesagt, wir drehen die alle um. Heißt, und jetzt so. Wenn man das jetzt natürlich genau hinguckt, merkt man, dass die Gitter jetzt auf dem Kopf stehen, aber das ist halt so. Da sind wir wieder bei. Irgendein Tod muss besterben. So, Reling haben wir sogar. Ich bin begeistert. Ich fühle mich ja regelrecht vorbereitet. Was ist denn hier los? Und so, die sind dann hier dran. Und die anderen werden dann alle. Ich hoffe, das klappt so. Und ich muss hier überall wieder umgedrehte Neonröhren dranhängen. Das fände ich jetzt nicht so hübsch. Ja, das geht. Einziges Problem bei der Kiste ist, ich darf die hier auf gar keinen Fall wegmachen, sonst fällt alles runter, aber ja, das ist dann halt so. Aber das erlaubt uns jetzt Folgendes zu tun, nämlich das, was wir gerade eben getan haben auf der Seite,
jetzt hier zu wiederholen, weil jetzt haben wir hier einen Block frei. Ja, also das sind so die Tricks, mit denen kannst du im Zweifelsfall dann halt eben auch schön hingehen und keine Energie mehr haben. Kannst halt dann trotzdem deine Gänge irgendwie bauen und dann halt in den entscheidenden Stellen irgendwie sagen, okay, hier brauche ich jetzt aber irgendwie dann doch eine Möglichkeit, da nochmal einen Block hinzusetzen. Und dann geht das jetzt. Dann geht das jetzt einfach. Boah, ich habe noch eine Idee. Einfach weil. Und zwar, wo ist es denn? Es sind die Cover? Nein. Panel? Ja, Access Panels. So, die Frage ist, wie käme es, wenn ich jetzt ein Grau mache? Wie rum habe ich das jetzt? Mit der gelben Linie nach unten? Sehr gut. Und dann haben wir das da auch dran. So, hier ist jetzt dieses Glasding. Weiß ich noch nicht, ob ich damit so ganz glücklich bin. Oh, okay, okay, Entschuldigung. Ob ich das nicht aufvergittern will. Ah, andererseits haben wir dann überall Gitter, das ist auch blöd. So ein bisschen Abwechslung brauchen wir schon. Wenn ich das hier ausbauen will, haben wir jetzt ein Problem. Ich glaube, ich will das einfach nicht ausbauen. Es bleibt so fertig. Nee, mal gucken, vielleicht finden wir da auch noch was Tolles. Aber ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall die schöne, hier so ein bisschen zugebaut. Ja, das sieht ja alles jetzt noch so ein bisschen industrieller aus. Wir haben doch auch noch eine Vielzahl an Schildern. Ist da irgendwas? Ja, ist ja gut. Ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit in der Dekoröhre irgendwie mich heilen möchte. Das ist mir auch nicht klar. So, Abteilungsschilder, was geht hier? Trading Station, no access, safety first, storage area. Nur autorisiertes Personal, Medical Rooms ist auch ganz cool, das könnte man eigentlich verwenden. Ja, Airlock-Mechanism haben wir eigentlich gerade nicht. Trading Station, wäre vielleicht auch irgendwie schön, aber wir haben halt gerade keine. Das mit dem Hazardous Environment können wir noch machen. Das ist, glaube ich, noch irgendwie einer, der hier irgendwie noch hinpasst. So, und was jetzt natürlich auch noch ganz feini wäre, jetzt irgendwie noch die Möglichkeit zu schaffen, dass wir hier noch irgend sowas wie eine Anzeige kriegen. Ich weiß aber noch nicht für was und wofür, da müsste ich mal drüber nachdenken. Oder vielleicht machen wir das dann auch erst beim nächsten Mal. Dieses Mal können wir uns erstmal darüber freuen, dass wir... dass wir jetzt hier irgendwie sowas Bahnhofiges haben und das ja, wollen wir dann natürlich auch an entsprechender Stelle vorstellen. Ihr wisst schon wo. Und ja, die Zeit ist auch ein bisschen mittlerweile fortgeschritten in diesem Sinne. Bleibt mir nur zu sagen, wieder danke fürs dabei sein, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.